Hey ho, meine Lieben, heute mal in wunderschöner freier Natur. Und was machen wir heute Leckeres? Gefüllte Nackenröllchen vom Grill. Das ist mir gestern so auf die Schnelle eingefallen. Aber wo wir heute sind, das verraten wir jetzt nicht. Aber ich verrat's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Gehen wir rüber, schauen wir, was wir alles Leckeres da haben. So, meine Lieben, heute mache ich es mal auf dem Stuhl bequem. Hier die kleine Zutatenübersicht. Lass mal näher rutschen hier, alles zurecht rutschen. Lass mal den Tisch lieber stehen, er ist eh so wackelig. Falls wir irgendwie noch was glasieren wollen, keine Ahnung. Hat er auf einmal hergestellt. Lässt du mein Red Bull da? Lässt du mein Red Bull da? Irgendwann muss ich ja auch im Video was trinken. Hier hat er ein Barbecue Rub Smokehouse, Paprika Edelsüß, Pfeffer. Was brauchst du, Salz? Nein, ja, vielleicht, nö. Schweinenacken, Bacon jede Menge, Gouda Jung an Edamer. Dann haben wir noch mitgebracht ein Creme Fraiche Kräuter. Lass mal ein bisschen Varianten reinbringen. Das habe ich gestern am Telefon nicht dazu gesagt. Dann ein paar Utensilien von mir noch mitgebracht. Und Leute, legen wir einfach mal los und schneide ich das Fleisch erstmal in Scheibchen, dass wir nachher unsere Röllchen machen können. Und ich habe immer noch keinen genauen Plan, wie ich die mache. Was sind denn das für Dinger hier? Muss ich die jetzt wirklich anziehen? Wenn du möchtest, ziehst du ja, wenn nicht, dann legst du sie unter. Also meine zarten Seite der Finger sind fast rein, du. Weg damit. Was bist denn du für ein grobmotorischer? Grobmotorisch, sagt der zu mir. Ja. Sag mal, wer soll das alles essen? Du? Nö. Du weißt, dass ich nicht so viel esse. Hoppala! Das war dein Messer. Guck mal, da fährt sogar das Messer runter. So. Warte mal, er hat ein Zeh. Ein Zeh zum Händ abtupfen könntest du noch bringen. Ach, haben wir schon da. Sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Als ich genieße, ist dir zu zum Schauen, gell? Mach doch, mach doch. Mach ich auch, etche Betsch. So, leg mal da noch. Das gibt aber keine Röllchen, das gibt Roller hin. So dick wie du schneidest. Halt die Klappe, sonst machst du das. Ich kenne mich aus mit dem Messer. Ob jetzt Rolle oder Röllchen, ist doch wurscht. Ja. Im Prinzip sind es dann alles Röllchen. Na gut, mein Bauch hat Röllchen. Du bist selber so ein Röllchen. Ich kann mal ganz gut rollen mittlerweile. Nee, du wärst ein Rollmops. Hast du nicht mal gesagt, du wärst auch so ein Metzger-Ding? Ja, aber ich lang kein totes Tier an. Ich esse nicht einmal ein totes Tier. Ja, ja. Ja. Naja, wir haben ja zur Not noch ein Bacon zum Einwickeln. Ja. Und das in rauen Massen. So. Das hätte nochmal schon gereicht, das Stück. Ja. Weil du heust ja immer, ja, dass du schon voll bist. Soll jetzt das andere auch noch komplett aufschneiden, oder was? Klar. Oder wir schmeißen das auch mit drauf. Das dauert Ewigkeit, bis es fertig ist. Nö. Nein. Da kann man stückchenweise runterschneiden. Guck erstmal, ob die reichen für uns alle, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das reicht doch. Sechs. So. Spatzel, du schnappst dir jetzt gleich einmal diesen Smokehouse Rub. Ja, das wird nicht ganz so ein Röllchen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und darfst hier mal
ganz gewaltig würzen. Überall? Ja. Schön einpudern. Der riecht so gut. Ja. Das war der, wo du vorher gerochen hast, ja, oder? Ja. Gut. Gut, 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 gut. Weißt du, die finde ich einfach klasse. Hier noch ein bisschen drauf. Ich hab's auch noch Gott, nicht so viel, nicht so viel. Du noch drauf. Ich hätte zwar nur einen gehabt, aber da ist das Datum schon abgelaufen. Aber ich sehe schon wieder was. Was? Hm? Das sind Chiliflocken, sind da drin. Das macht nichts. So. Die ersten Fliegen sind auch schon da. Die haben auch Hunger. Die fühlen sich richtig eingeladen schon wieder von uns. Hau ab, du Bestie. Tu mal hier noch mal was drauf auf den hier. Gut. So, und jetzt die Rückseiten. Jawohl. Gut. Ja, und jetzt. Schade, dass ich keine Frau den bin. Hier noch mal einmal schön einwappen. Micha, schade, dass ich keine Frau bin, so wie du das Fleisch massierst. Ja, ja. Ja. Überall ist ein bisschen was hin. Ja. Oh ja. Gib's mir. Oh, gib mir alles. Gib mir mehr. Ja. Oh. War das jetzt ein geiler Fleischporno? Ja, aber voll. Gut. Den Rest taucht man nämlich hier jetzt ein. Reicht das ja, ne? So. Sehr schön. Mhm. Und noch ein bisschen was. Wenn du mir jetzt noch ein Kühlchen bringst oder irgendwas, wo Wasser drin ist, dann kann ich mir hier zwischendrin schnell die Hände abspülen. Kann ich machen. Dann muss ich nicht jedes Mal nein rennen und drin die Spuren hinterlassen. Kann ich tun. Oh. Und den Teller nimmst mit und stellst ihn dabei bitte noch in die Kühlung. Aber genau. Jo. Kühlschrank. Und die komische... Die muss ich ja jetzt weiterverarbeiten. Okay. Und wenn du mal noch ein zweites Brettel hättest, wäre das sehr praktisch. Kein Problem. So. Käme derweil aus, wir machen nachher gleich weiter. Haha, ein bisschen muss man den auch rumhetzen. Dass der auch mal was tut und nicht bloß zuguckt. Heute bin ich gemein. Die Szene hat er nämlich jetzt nicht gesehen. Die sieht er dann erst, wenn er das Video anschaut. Bin ich heute wieder gehässig. Ja, aber ja, wenn die Handschuhe schon nicht passen und ja, dann brauche ich einfach was zum zwischendrin abspülen und wirklich da reingehen und eine Tür nach der anderen. Nee. Aber jetzt warten wir, bis er wiederkommt mit dem ganzen Zeug. Noch ein Brettel, wo ich dann die Röhrchen in Ruhe machen kann. Ihr seht es gleich. Ja. Du wirst noch öfters laufen heute. Jo, mein Schrittzähler schlägt schon Alarm. Ich bin schon 1.835 Schritte gelaufen. Voller Sack, das ist ja gar nichts. So gar nichts. Was? Ja. 3.127.000. Ja. Ist ja gar nichts. Oh, für so einen fauler Sack wie für mich ist das viel. Also ich denke, wir nehmen bloß den Käse, der muss reichen. Ich denke mir, was ist eigentlich Erdammer wollte ich eigentlich. Ne, Emmentaler wollte. Aber wenn du falsch in der Griff hast. Dann macht er nichts. Spatzel hat vorher gesagt, der verläuft schöner. Was war noch? Der hier, der Gouda. Ja, da hat der Junge genommen. Ja, den gibt der Jugend auch nicht aus. Bitte ohne Wachsrand, bitte. Oh. Wohl, ich habe es sagen gelassen, Wachs verschmilzt so schön. Bin ich hier schon fertig? Immer diese Kommentare aus dem Hintergrund. So, dann fangen wir mit dem dicksten und größten an. Ja, das Creme Fraiche darfst du aufmachen. Ich will wegen der Soße rummachen.
Oder hast du es verlernt? Oh, Alex, halt die Klappe, guck zu. Oh, die Creme Fraiche ist sogar ganz gesund. Ja. Ist vom Doktor. Weil das Problem ist, packe ich den Käse jetzt nicht ordentlich ein, läuft der aus, bin ich der Depp, wo das nächste Mal den Grill wieder putzen muss. Muss auch so. Ich ja. habe weggeputzt. Du Sausack. Nein, Spaß beiseite. Ich habe meinen Morgen schon geschrubbt. Was? Ja. Das glaube ich ja gleich gar nicht. Ja. Ja. Ja, das war schon richtig, dass der Florian auf den roten Knopf drauf drückt hat, oder? Diese Blicke können ab und zu nicht schöner sein. Du kannst von der Schnur ein Stückchen wegschneiden. Oha. Das ist aber ein kleines Stück. Oh Schatzi, du hast mir auch nicht gesagt, wie groß, wie lang. Ein kleines Stückchen. So, hier. Sollte reichen. Aber den Vater muss man nachher mitessen. Natürlich. Du schon? Das heißt ja, vegan. Richtig. So, mein Bauch knurrt schon hin. Ja. Da kriege ich ja gleich selber Angst vor mir. Ich hätte die beste Idee. Ein Lauing, aber da, wo der Döner drin gewesen ist, machst du die gefüllte Bauchbrötchen. Ach, Alex, du und deine Ideen. Das ist ja dramatiös. Oh, der kann mit Worten um sich schmeißen. Dramatiös. Ey, guck mal da noch. Also heute könnte das Video wieder etwas länger dauern. Aber das macht mir gar nichts, weil mir macht Spaß. Ne? Also wenn du schon hoch wärst und du bist jetzt nicht so zusammennäher. Und ich hätte auch so einen schräge Nord drauf. Okay, ich sag nichts mehr. Ja, das Stückchen reicht sogar noch. Jo. Und so packe ich jetzt die nächsten auch. Mal mehr Käse, mal weniger Käse. Mal das Creme fraiche, mal drunter, mal drüber. Mal mehr, mal weniger. Ja, genau. Dann hält nämlich jetzt der Alex schön die Klappe und dann kann ich das Video im Schnellverlauf durchlaufen lassen. Man sieht auch keinen Ton, nicht einmal einen Ton. Manu, möchtest du auch Spezi oder Cola Mix? Er ist gerade beschäftigt, er darf gerade nicht trinken.
Soll ich doch schon die Flasche hinstellen? Nein, ich habe noch meinen Bull. Möchtest du es im Glas? Nachher. Der zweite, der war ja doppelt so schnell gebunden wie der erste. Ach klar, der ist auch kleiner. Komm, das wird richtig lecker für uns. So, und das dumme Geschwafel im Hintergrund habe ich jetzt einfach herauskaschiert, indem ich das Video habe schneller laufen lassen. Hier jetzt die nächste und den Rest mache ich jetzt ohne Cam, weil sonst dauert das Video echt viel zu lange. Aber ihr dürft natürlich nachher die fertigen angucken. So, das war jetzt das letzte, wirklich in allen Varianten und Formen gemacht. Spatzel, du kannst da jetzt noch ein bisschen Gewürz drüber streuen. Oder warte, das machen wir hier auf dem Brettel. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer, ja. Einfach noch ein bisschen drüber. Auch über den Bacon, ja genau. Gut, hier drauf, hier drauf. Gut, 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 lass mich doch erstmal umdrehen. Und da auch noch ein bisschen. Manu, bist du zu schnell? Ich finde mich da zu langsam. Ja. Gut, da drauf, da drauf, da drauf. Gut. Fertig. Dann kann ich jetzt noch mal die Hände abspülen. Dann ordentlich waschen. Dann traue ich mir auch wieder rein zu gehen. Und das restliche Creme Fraiche tun wir jetzt noch mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen von dem Gewürzverfeiner. Kannst du noch ein bisschen was rein tun. Kleines Creme Fraiche. Mehr, 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 mehr. Gut. Und dann kommt noch ein bisschen Öl hinzu, wird aufgerührt und dann tun wir das über das Bratal nachher dann drüber schmieren. Willst du das warm machen mit dem neuen Ding, wo ich gekauft habe? Ne, warm machen müssen wir das nicht. Das wird dann einfach ziemlich zum Schluss drauf gepinselt. Okay. Ja. Nächste Szene gehen wir dann schon zum Grill. Ja.